KSV Holstein Kiel. Ein Traditionsverein. Da machen wir gleich mal eine kurze Pause. Dann haben wir uns gedacht, aus dem hohen Norden, meine Damen und Herren, der deutsche Meister des Jahres 1912. Und wenn Sie dann mal überlegen, was heute daraus geworden ist. Die Mannschaft ist gerade in die Oberliga abgestiegen. Ruhig festhalten, Winfried Schäfer. Ja, ist gerade in die Oberliga abgestiegen. Und da gab es mal viel bessere Zeiten. Deswegen haben die bei Holstein Kiel auch einen absoluten Edelfan, der über alles Bescheid weiß. Hendrik Deichmann weiß über den Verein und die Zielsetzung Bescheid. Bis ins Kellerarchiv von Holstein Kiels treuestem Fan Fritz Hansen muss man hinabsteigen, um an die Erfolge des KSV Holstein erinnert zu werden. Seit 1936 hat Hansen alle Berichte gesammelt, darunter die Highlights der 50er und 60er Jahre. Das Schlagerspiel der deutschen Fußballgemeinde war in Kiel. Das Spiel um den zweiten Platz im Norden zwischen Holstein Kiel und Hannover 96. Mörs schießt, 1-1. Einmal deutscher Meister, zweimal Vize. Holstein war früher eine feste Größe im deutschen Fußball. Die glorreichen Zeiten, sie gehören der Vergangenheit an. Nach dem Abstieg aus der Regionalliga ist Holstein Kiel erstmals in der 96-jährigen Vereinsgeschichte nur noch viertklassig. Das heruntergekommene Stadion passt zur sportlichen Situation bei den Kieler Störchen. Ich habe es die letzten Jahre auch immer wieder verfolgt und geguckt, was Holstein Kiel macht. Und die hat das gleiche Schicksal getroffen wie mich. Und das ist immer eine bittere Sache. Aber ich hoffe, dass Holstein wieder hochkommt. Einziges Erfolgserlebnis, der Pokalsieg gegen Nordharreslee. Die Qualifikation für den DFB-Pokal gibt neuen Mut. Also zunächst mal müssen wir natürlich möglichst schnell den Aufstieg in die Regionalliga wieder schaffen. Und dass man natürlich versucht, den auch gleich im ersten Jahr zu schaffen, das dürfte auch auf der Hand liegen. Optimismus, den Fritz Hansen nicht teilen mag, der hält sich lieber an seine Bücher, für die man ihm schon einiges geboten hat. Also bummelig 40.000 Mark. Aber ich habe sofort Nein gesagt. Denn wenn das Buch weg ist, habe ich nichts mehr von Holstein Kiel. Einen guten Trainer haben Sie beim Verein Holstein Kiel bei den Störchen und vielleicht jetzt auch einen guten Auftakt in diese Saison. Ja, ich hoffe. Eintracht Frankfurt. Na wunderbar. Eine Mannschaft mit großem Namen, eine Mannschaft, die den DFB-Pokal ja auch schon gewonnen hat.